Ja, hallo erstmal. Merry Christmas. Oh, glückliche Weihnachten überall. Bevor du erschreckt überlegst, okay, habe ich jetzt irgendwie Zeit verpennt? Nein, es ist erst der 24.9. Ja, aber einfach mal was Verrücktes machen. Da kommt man selber in gute Laune. Und ich kann euch sagen, ja, wenn du vielleicht rausgehst, und auch jetzt schon so eine Mütze anziehst, dann wirst du meist positive Reaktionen haben. Ja? Und die wenigsten, die vielleicht so ein Kopfschütteln machen oder so, ne, denken, oh, was ist das denn? Ja? Aber es macht ja was mit denen. Und das ist im Endeffekt mein Hauptanliegen, sie aufzurütteln aus ihrem Trott. Und ja, ich weiß nicht, wenn du natürlich irgendwo in einer einsamen Gegend wohnst, da kennt man die drei Dorfbewohner, die kennt man und man grüßt sich und alles ist gut. Aber hier in der Großstadt, hier in Köln zum Beispiel, ja, wo ich wohne, da ist es so, man geht aneinander vorbei, tausende Menschen begegnen einem und man kennt eigentlich keinen Menschen, oder? Vielleicht hat man schon die eine oder andere gesehen, aber ansonsten, man kommt ja kaum in Kontakt, man geht nebeneinander her, man lebt nebeneinander her. Und meine Idee ist, ja, durch kleine verrückte Aktionen, ja, ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit Menschen, in Austausch zu treten. Vielleicht sie, ja, irgendwo zu bewegen, ein bisschen mehr fröhlicher zu sein, einen kurzen Moment vielleicht auch nur. Hast du den da gesehen? Schon eine Weihnachtsmütze auf. Ja, und mein Standardspruch ist immer, also ich nehme gerne schon Wünsche entgegen. Ne? Ja, und dann kommen auch wirklich Reaktionen. Ne? Oder ich sage ja, gut, im Supermarkt gibt es auch schon Weihnachtssachen. Und weil ich die gesehen habe, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt schon die Weihnachtsmütze anzuziehen. Ja, und ich möchte dich einladen, das mal auszuprobieren. Also bis vor kurzem hatte ich noch, vorgestern war noch der letzte Tag, wo ich mit meinem Sonnenkäppi, da gibt es ja so Sonnenhüte quasi, für den Kopf rumgelaufen bin, was auch entsprechende Reaktionen bringt. Und ja, mir macht das Spaß. Klar, ich kann mich entsinnen, also als ich das erste Mal irgendwelche verrückten Klamotten anhatte, habe ich auch gedacht, oho, was denken jetzt die Leute? Ne? Die denken einen kurzen Moment vielleicht, okay, was sie da sehen. Und dann sind die wieder in ihrer Welt. Und, aber auf der anderen Seite kann ich auch Menschen eben erreichen, die dann, hast du den gesehen, läuft jetzt schon mit einer Weihnachtsmütze rum und haben ein kleines Lächeln. Ja? Oder eben, wie gesagt, ja, man kommt in Austausch und ja, die Leute merken recht schnell, dass ich so verrückt gar nicht bin, sondern ja, einfach ein wenig Freude, ein wenig Liebe verbreiten möchte, so dass wir ja wieder mehr miteinander kommunizieren. Und dazu möchte ich dich einfach einladen, vielleicht auch so etwas zu tun. Und ja, vielleicht kannst du mich dann entsprechend anfunken und mir sagen, was du machst, oder du lässt einen Kommentar hier und schreib's vielleicht noch, unter welchem Namen ich vielleicht das Video auch hier auf YouTube sehen kann. Dann schaue ich mir das gerne an und gebe dir da ein Like. Ja, ich freue mich, von dir zu hören und freue mich, wenn du
ja, Freude hast und spürst, ja, schön, das ist eine tolle Sache. Oh, das möchte ich auch machen. Das wäre natürlich das Top-Ergebnis. Aber du musst es nicht. Du kannst einfach ein bisschen Freude haben, wie ich sie habe, indem du einfach ja, mir folgst und ja, ab und zu vielleicht auch was Lustiges siehst, was jetzt gar nicht mal unbedingt mit Laughter Yoga zu tun hat, weil ich muss ja nicht lustig sein, um tief einzuatmen und dann zu lachen. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht guckst du schon mal nach irgendwelchen Weihnachtsgeschenken heute.